Es ist, dachten wir uns, rechtzeitig, bevor die Adventszeit beginnt, vielleicht eine gute Idee, etwas zum Thema Stress und Zeit zu sagen. Und wie ihr seht, ist das unser Thema heute und auch am nächsten Sonntag, Stress und Zeit. Und manche von euch sagen sich vielleicht sogar, Mensch, ich muss gar nicht bis zum Advent warten, bis der richtige Stress losgeht. Schon lange vor Dezember bricht bei uns der Stress aus. Wenn ich selbst drüber nachdenke, irgendwann, eigentlich das ganze Jahr über, wünsche ich mir, der Tag hat eigentlich 30 Stunden oder ein paar mehr. Man kommt gar nicht hinterher, alles zu machen, was man machen möchte. Und man ist so ein bisschen gehetzt überall im Leben. Man ist so ein bisschen durch den Wind. Wenn man jetzt mal junge Familien zum Beispiel fragt, dann hat man das Gefühl, die kommen kaum noch zum Durchatmen. Und gerade junge Familien laufen von einer Ecke in die andere, fahren Kinder hierhin, fahren Kinder dorthin, machen das und machen das. Und irgendwie ist es komisch, dass man vor gar nicht so vielen Jahrzehnten noch annahm, technischer Fortschritt würde dazu führen, dass wir irgendwann mal alle mehr Zeit haben. Ja, dann haben wir irgendwann alle einen Roboter und einen Computer und irgendwie, und dann lehnen wir uns zurück und haben ganz viel Zeit in unserem Leben. Ja, und ihr lacht, natürlich, weil wir feststellen, technischer Fortschritt ist vielmehr etwas geworden, was uns Zeit raubt. Ob das nun ist durch unsere Handys, die natürlich auch Zeit sparen, aber auch irgendwo Zeit rauben und all die anderen tollen Dinge auch, die technischer Fortschritt, Digitalisierung, Internet und so weiter uns gebracht haben. Die Älteren von uns, die wussten das schon immer. Ich erinnere mich dran, als Kind hört man immer Sätze wie, Mensch, die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Und ich dachte mir damals schon, wenn ich jemals sowas sage, dann bin ich über 40. Das ist das Kriterium. Vorsicht, du wirst alt. Nun liegt die 40 bereits hinter mir. Offensichtlich bin ich alt geworden, denn auch ich habe das Gefühl, dass die Zeit irgendwie immer schneller vergeht. Ja, und da, wo Kinder das Gefühl haben, Mensch, Weihnachten, wie lange dauert es noch bis Weihnachten? Oder Erwachsene, schon wieder Weihnachten? Wie passiert das, dass, und es gibt tatsächlich sogar wissenschaftliche Arbeiten darüber, die nachweisen, dass man mit dem Alter Zeit anders wahrnimmt. Das ist also nicht nur irgendwie so eine komische Spinnerei. Aber Zeit vergeht tatsächlich wie im Fluge für viele von uns. Ich hatte mal ein augenöffnendes Erlebnis, weil ich gerade 40 sagte. Da saß ich in einem Gottesdienst und die Predigt handelte auch von, ich glaube, älter werden. Und der Pastor packt, ich hätte das mal machen sollen hier, packt in der Predigt einen Zollstock aus und sagt sich so, also ganz statistisch gesehen, sagen wir mal 80 Jahre ist so ein Durchschnittsalter. Natürlich sind einige auch älter, einige jünger. Aber wir packen mal 80 Zentimeter aus, das ist jetzt unser Alter. So sagt er, ich bin letzte Woche 40 geworden und klappt mal eben die Hälfte weg. Und dachte tatsächlich, die Hälfte meines Lebens? Irgendwie, und es ist tatsächlich so, dass man irgendwo so, irgendwo ab 40, Johannes ist noch weit davon entfernt, aber irgendwann ab 40 sagt man nicht mehr, ich bin jetzt so und so alt, sondern man fragt sich eher, wie viel Zeit habe ich denn noch? Das ist so ein bisschen mit Schmunzeln verbunden, aber auch irgendwo doch mit einem gewissen Ernst, denn ja, natürlich wissen alle, wir werden hier nicht ewig leben, keiner von uns wird 200, höchstwahrscheinlich nicht. Also unsere Zeit läuft irgendwo ab. Aber wir leben natürlich nicht mit diesem Bewusstsein die ganze Zeit. Und trotzdem spüren wir Stress und trotzdem spüren wir, dass Zeit etwas ist, was relevant ist. Darum sprechen wir in der Gemeinde darüber, weil natürlich auch Gemeinde und Gottesdienste, ja auch Jesus nachfolgen, kostet Zeit. Es gibt nichts, was nicht Zeit kostet. Es gibt nichts, was uns rausnimmt aus unserer Zeitlichkeit. Wir müssen für alles, was wir machen, Zeit investieren. Ob wir eine Bibel lesen, das kostet Zeit. Ob wir sonntags morgens früher aufstehen, durch den Regen hierher hechten, in Gottesdienst kommen, das kostet Zeit. Und Zeit ist ein Thema, dem wir uns nicht entziehen können. Das ist überall um uns herum. Und das Gute ist, dass allerdings Gottes Wort auch für unsere stressgeplagten modernen Seelen etwas hat, was uns hier hilft. Und was uns ein bisschen die Augen öffnen soll. Wie gesagt, heute wollen wir damit anfangen. Nächste Woche geht es damit weiter. Es gibt eine biblische Person, die sehr viel zu sagen hat zum Thema Zeit. Und zwar ist es Mose. Mose hatte ja mehrere Leben, könnte man fast sagen. Mose ist aufgewachsen als quasi Königssohn im Palast des Pharao, wächst auf unter Bedingungen, muss man sich vorstellen, die wohl ein junger Mann sich nur träumen kann. Da mangelt es an nichts und er kann wahrscheinlich umsetzen, was er sich wünscht.
Da ist Spaß, da ist Tempo, da ist Dynamik, da ist keine Langeweile. Nee, er kann machen, was er will. Es fehlt nicht an Geld, es fehlt nicht an den Möglichkeiten. Er kann sein Leben genießen. Das ist vielleicht ein schnelles Leben, könnte man sagen. Dann wissen wir aber, wie es weitergeht bei ihm. Er begeht einige Fehler und ohne jetzt darauf weiter einzugehen, endet er in der Wüste. In der Wüste als Schafhirte. Und für sage und schreibe 40 Jahre ist sein Leben von einem schnellen, dynamischen Leben zu einem extrem langsamen Leben geworden. Wo alles, was um ihn herum passiert, Schafe sind. Die Sonne geht auf, er geht mit seinen Schafen los, sucht irgendwo was zu essen. Dann macht er es den ganzen Tag, die Sonne geht unter, er geht nach Hause. 40 Jahre lang. Langsamer, also ich kann mir nichts Langsameres vorstellen als sowas. Vielleicht bin ich da ganz naiv, aber mit Sicherheit ist es langsamer als das Leben, was er vorgeführt hatte. Und was Zeit bedeutet, ich glaube, er hat ein Gespür dafür gehabt. Dann in einem Art dritten Leben, er geht zum Pharao und wir kennen die Geschichte, lass mein Volk ziehen. Und auf einmal ist er der Anführer einer ganzen Nation. Mit all der Verantwortung, mit all dem Stress, was sowas mit sich bringt. Ja, da gibt es Dinge, dass sogar eines Tages sein Schwiegervater zu ihm kommen musste und sagt, pass auf, wenn du nicht an Herzinfarkt sterben willst, ich übersetze das mal ganz modern, musst du bestimmte Dinge ändern. Du lebst mit zu viel Stress. Du wirtschaftest nicht gut mit deiner Zeit. Dinge müssen sich ändern. Mose, glaube ich, hatte viel Ahnung von Zeit. Was Zeit sein kann, wie es sein kann, wenn Zeit fehlt und wie es sein kann, wenn man mal viel zu viel Zeit hat. Und Mose ist aber nicht nur jemand, ganz interessant, dem wir so am Anfang der Bibel begegnen, nämlich genau in dieser Lebensgeschichte, sondern Mose hat auch einen Psalm geschrieben. Vielleicht wissen das einige gar nicht. Psalm 90 ist ein Psalm, der von Mose stammt. Nicht von David, nicht von all den anderen Lobpreisleitern, sondern von Mose. Und da hat er sehr viele gute Sachen gehört. Und wir wollen mal einsteigen, um das Thema so ein bisschen anzureißen. Diesen Psalm 90, da könnt ihr gerne hier mitlesen. Mittendrin im Kapitel und ab Vers 10, nur drei Verse. Sagt, unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Ich finde das irgendwie interessant, wie realistisch Mose hier so das Leben betrachtet. Also, das Leben hat eine gewisse Zeitspanne. Auch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Und schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Dann sagt er zu Gott gewissermaßen als Gebet, wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Bisschen komisch übersetzt. Der Vers ist sehr schwierig zu übersetzen. Ich helfe mal ein bisschen an dem Punkt, so gut ich kann. Das heißt ungefähr so viel wie, wenn wir, weil wir sind ja so begrenzt, 70, 80 Jahre, wer weiß es, im Vergleich zu dir, Gott, wenn wir eine Idee davon hätten, wie du wirklich bist, wenn wir deine Ehre wirklich sehen würden, dann würden wir dich angemessen behandeln. Dann würden wir dich angemessen fürchten, ehren. Aber viele von uns, wir sind einfach so begrenzt, sagt Mose. Wir leben so ein bisschen naiv und ignorant, wenn es um das Thema Zeit geht. Und der Abstand zwischen dir, dem ewigen Gott, uns mit unseren paar Jahrzehnten, der ist uns gar nicht so bewusst, dass wir etwas ignorant damit umgehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dann kommt es zu diesem Vers, der total genial ist. Vers 12. Sagt er, lehre uns. Warum lehre uns? Weil Mose weiß, wir brauchen hier Nachhilfe. Es gibt einen Punkt, wenn es um Zeit geht, da brauchen wir Nachhilfe. Ohne das denken wir falsch. Ganz intuitiv denken wir falsch. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen. Einige sagen, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Wir wissen das nicht automatisch, wie wir unsere Zeit am besten nutzen sollten. Wir brauchen es, dass Gott uns das lehrt, dass Gott uns das beibringt. Lehre uns so zu leben, kann man vielleicht sagen, wie es unserer Begrenztheit eigentlich entsprechen würde. Wie würde man leben, wenn man, wir wollen das natürlich nicht denken, aber wie würde man leben, wenn uns immer klar wäre, unser Leben ist tatsächlich begrenzt?
an vielen Punkten leben wir nicht so, weil es einfach zu schmerzhaft und zu unbequem ist. Ja? Wir leben manchmal so, als ob unsere Kinder immer bei uns sein würden. Wir leben manchmal so, als ob unsere Großeltern, unsere Eltern immer bei uns sein würden. Wir leben so, als ob unser Job, in dem wir uns jetzt gerade befinden, einfach immer so weitergehen würde und entsprechend investieren wir uns darin. Auf Kosten von anderen Dingen vielleicht. Aber Mose sagt, wisst ihr was, wir sind so begrenzt. Vielleicht 70, vielleicht 80 Jahre. Vielleicht, er sagt es nicht, aber wir wissen es natürlich, vielleicht auch viel weniger. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und wenn wir nicht so leben, wenn wir das irgendwie ausblenden und so tun, als ob wir ähnlich ewig wären und all die Dinge, in denen wir uns befinden, ähnlich ewig einfach immer so weitergehen würden, dann sind wir nicht weise. Dann sind wir wie Narren. Wir brauchen hier Nachhilfe, sagt Mose. Der Mensch neigt dazu, seine eigene Begrenztheit im zeitlichen Sinne ausblenden zu wollen. Wir tun so, als ob wir fast unbegrenzt Zeit zur Verfügung hätten. Unsere Zeit ist begrenzt. Wir haben keine Ahnung, wie sehr. Wir wissen es gar nicht genau. Aber wenn uns das klar wird und wenn wir mal diesen Gedanken zulassen, diesen unangenehmen Gedanken, dass unsere Zeit, wenn nicht wie der Zollstock, der geht auf ein Ende zu, garantiert. Und unsere Zeit ist das knappste Gut, was wir haben, habe ich letztens mal gesagt. Egal, wie pleite du dich vielleicht fühlst, du hast immer weniger Zeit als Geld. Und vor allen Dingen kannst du Geld nochmal irgendwo nachorganisieren. Aber du kannst niemals Zeit nachorganisieren. Deine Zeit läuft ab. Spätestens jetzt denkst du, schön, dass ich heute gekommen bin in den Gottesdienst. Das ist so eine ermutigende Nachricht. Ich gehe auf das Ende zu. Wunderbar. Wenn uns aber klar wird, dass tatsächlich Zeit das knappste Gut ist, was wir haben, dann dämmert uns so ein bisschen, wir müssen irgendwie anders mit unserer Zeit umgehen. Oder wir brauchen eine gewisse Art und Weise, damit umzugehen, die uns, wie gesagt, nicht einfach so zufällt. Wir müssen mal drüber nachdenken. Wir können nicht einfach Zeit verschwenden. Wir machen das mit unserem Geld nicht so. Und wir können es nicht machen mit unserer Zeit, mit dem Knappsten, was wir haben. Ich habe noch mal versucht, unsere Formel zu packen. Als Versuch. Meine Zeit ist begrenzt. Also muss ich die Verwendung meiner Zeit begrenzen. Weil meine Zeit, alles, was mir zur Verfügung steht, begrenzt ist, muss ich das, was ich mache mit meiner Zeit, auch irgendwo haushalten. Ich muss es begrenzen. Ich muss dazu sagen, für diese Sache investiere ich so viel. Und mehr geht nicht. Für diese Sache werde ich mir mal so viel nehmen und mehr geht nicht. Wir können nicht so leben, als ob wir von Zeit einfach unbegrenzt viel hätten. Das geht nicht. Was sollen wir also tun? Was sollen wir machen, wenn uns klar wird, okay, meine Zeit ist begrenzt. Was mache ich jetzt damit? Die entscheidende Frage, auf die es hinausläuft, ist die, wenn uns mal klar wird, in unserem Leben sind bestimmte Bausteine vielleicht, bestimmte Dinge, die unsere Zeit kosten. Das sind Dinge, die das Leben schön machen, die es angenehm machen, aber die ehrlich gesagt nicht ganz so zentral sind. Ne? Für viele von uns ist es vielleicht Facebook. Oder war es vor einigen Jahren mal. Vielleicht eher, weiß ich, Instagram oder Twitter oder sonst was für Sachen. Aber Dinge, die okay sind, mit denen man Zeit verplempern kann, hätte ich fast gesagt, die aber nicht zentral sind zum Überleben. Wenn ich mich entscheiden müsste, obwohl ich hatte mal tatsächlich gelesen, es gab eine Umfrage unter Jugendlichen, die gefragt hätten, was ist wichtiger in deinem Leben, Facebook oder elektrisches Licht? Ja, es haben einige gesagt, Facebook ist wichtiger. Als ob nicht klar wäre, also ohne Strom geht auch Facebook nicht so richtig, aber dann gut. Also, es gibt Dinge, die machen unser Leben angenehm und reizvoll und das wollen wir auch nicht missen. Ist nicht überlebensnotwendig. Und dann gibt es Dinge, die uns wirklich so wichtig sind, auf die können wir nicht verzichten. Die sind überlebensnotwendig.
Wir brauchen was zum Anziehen, wir brauchen was zum Essen, wir brauchen was zum Trinken, wir brauchen Unterkunft. Wir wollen Dinge haben, die einfach auch uns wichtig sind. Und die Frage, auf die es jetzt hinausläuft, ist, was ist denn nun echt das Wichtigste? Wenn wir ein begrenztes Budget haben an Zeit, wie wollen wir es einsetzen? Was ist uns am wichtigsten? Was ist dir am wichtigsten? Stell dir vor, du hast also eine Art Zeitkonto vor dir. In fast allen anderen Bereichen, gerade mit Geld, würden wir wahrscheinlich eher so umgehen, dass wir sagen, wir haben eine Idee davon, was wir jetzt haben, okay, was ist mir am wichtigsten? Wir würden niemals einfach durch ein Einkaufszentrum laufen und einfach mal das kaufen, mal das kaufen, mal das kaufen und gucken, was am Ende überbleibt. Mit Zeit gehen wir manchmal so um. Wir schauen einfach mal, was so überbleibt am Ende des Tages. Und dann stellen wir manchmal fest, dass das, was überbleibt, für die wirklich wichtigen Dinge eigentlich nicht genug ist. Wir haben eine Menge investiert in Dinge, die einfach erstmal schön sind, aber Dinge, die uns wichtig sind, für die bleibt manchmal nur noch so ein bisschen was über, so ein Rest. Und dann wird es stressig. Denn wir brauchen natürlich trotzdem noch Zeit für unsere Ehe, wir brauchen trotzdem noch Zeit für unsere Kinder, ja, wir brauchen trotzdem noch Zeit für unsere Bibel, muss ja irgendwo sein. Aber wir sollten vielleicht anfangen, damit nachzudenken, wie wollen wir unsere Zeit denn ausgeben, auf der Grundlage dessen, was uns am wichtigsten ist. Was brauchen wir wirklich und was wollen wir wirklich? Zeit ist begrenzt. Und wir können nicht einfach sagen, am Ende wird es schon irgendwie passen, am Ende des Tages. Denn was wir alle unter Stress verstehen, ist genau dieses Empfinden, dass irgendwie, und dann nochmal aufgeht, oh meine Güte, hier ist noch was Wichtiges, was ich irgendwo noch in mein Leben reinquetschen muss. Aber ich weiß, ich habe eigentlich nicht mehr genug Zeit dazu. Also was mache ich? Ich esse im Auto. Oder ich schlafe mal eine Stunde weniger. Oder ich, okay, Schatz, ich komme später nach Hause. Und das sind Dinge, wo man sagt, eigentlich ist das doof. Aber irgendwie ist am Ende nicht mehr so viel übergeblieben von der Zeit. Das Wort Priorität kommt so nicht vor in der Bibel. Aber es gibt einen Text, der eigentlich genau das umschreibt, was wir meinen mit Priorität. Wir sollten die Dinge, die uns wichtig sind, mit Priorität behandeln im Leben. Und auch das ist eine Binsenweisheit. Natürlich macht man das so. Und das macht man in vielen Bereichen des Lebens so. Aber bei Zeit ist es nicht immer so. Weil Zeit so etwas unheimlich Selbstverständliches ist. Natürlich haben wir Zeit. Keiner von uns steht auf morgens und geht mal noch die Stunden durch, die wir jetzt noch so haben. Wir leben erstmal so in den Tag rein, was Zeit angeht jedenfalls. Aber die Frage ist, wo würden wir die Prioritäten setzen? Was ist uns am wichtigsten? Wofür wollen wir unsere Zeit denn investieren? Jesus hat dazu was gesagt. Wir sind in Matthäus 6, Ende der Bergpredigt. Und ihr kennt das, alles sehr, sehr bekannt, aber deswegen hilft es vielleicht auch. Matthäus 6, ab Vers 31 mal. Sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Das sind wichtige Dinge. Das sind echte, entscheidende Dinge im Leben, die sein müssen. Sonst sterben wir. Ohne Kleidung wahrscheinlich auch, weil uns irgendjemand verdrischt oder so. Zieh dir was an. Das sind wichtige Dinge, die brauchen wir. Also, die müssen sein. Und Jesus sagt, aber macht euch keine Sorgen darum. Wie kann er das sagen? Muss doch sein. 32. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Das ist faszinierend. Gott sagt, es gibt Menschen, also Jesus sagt, die kennen Gott nicht. Und weil sie Gott nicht kennen, nehmen sie diese Dinge, wie Essen, Trinken, Unterkunft, wichtige Dinge, nehmen sie so wichtig, viel zu wichtig. Was machen sie an dem Punkt? Sie verhalten sich eigentlich, weil sie es nicht besser wissen, so wie Gott sich verhalten möchte in ihrem Leben. Gott möchte derjenige sein, der sich sorgt um das Essen, das Trinken, die Kleidung, um all die wichtigen Dinge. Und er sagt, es gibt die Menschen, die kennen Gott einfach nicht
Also was machen sie? Sie sorgen sich stattdessen. Jesus sagt, macht das nicht. Wenn ihr Gott kennt, wenn ihr meinen Vater im Himmel kennt, dann wüsstet ihr, er sorgt sich drum. Macht ihr das doch nicht. Ihr könnt, wisst ihr was, ihr seid sowieso nicht Gott. Ihr könnt sowieso nicht letztendlich die letzten Register ziehen. Ihr habt Zeit nicht in der Hand. Ihr könnt euer Bestes geben, aber ihr habt all die entscheidenden Dinge nicht in der Hand, um die es geht. Ja, wenn du sagst, es ist wichtig, dass ich arbeiten gehe, dann kann ich was essen. Ja, was ist, wenn du krank bist? Und was ist, wenn das Wetter sich ändert? Auf einmal sind die Bedingungen so, dass, weißt du was, du bist begrenzt, sagt Jesus. So wie Mose auch. Du hast ein paar Jährchen. Im Vergleich zu Gott bist du sehr, sehr begrenzt. Mute dir nicht das zu, dich um die Dinge zu sorgen, um die sich eigentlich nur Gott Gedanken machen sollte. Spiel mal nicht Gott in deinem eigenen Leben. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Also Gott kennt die Bedürfnisse. Die Frage ist, kennen wir Gott? Die Frage ist, kennen wir Gott als den Vater, der sich so sorgt um uns und der das kann? Der wirklich die Dinge sortieren und regeln kann für uns? Oder wollen wir das für uns reklamieren? Vers 33. Wenn ihr für ihn lebt, klassisch heißt es traditionell, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, kennt ihr. Und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Man könnte sagen, zu eurer Priorität macht. Dann wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Da kommt das Wort Priorität doch irgendwie vor. Trachtet zuerst. Nicht sorgen, nicht selbst kümmern, sondern lieber Gott kennen als der, der sich sorgt. Und dann ist Gott derjenige, der sich um den Rest kümmert. Wenn wir also begrenzt sind, wenn wir also nur ein bisschen Zeit haben, und aus Gottes Perspektive taucht noch vor auf in Psalm 90, aus Gottes Perspektive ist unser Leben wirklich wie ein Hauch, lächerlich kurz. Viel, viel zu kurz, viel, viel zu klein, um so eine Rolle auf sich zu nehmen, zu sagen, ich regel mal mein Leben. Jesus sagt, lass es. Mose sagt, lass es. Lass uns lieber erkennen, dass wir begrenzt sind, dass wir gewisse Dinge überhaupt nicht in der Hand haben. Und lass uns erkennen, dass Gott ewig ist, dass Gott groß ist, dass er alles kann. Und besser noch, dass er sich sorgen möchte, dass er sich kümmern möchte um die Dinge, um die wir uns manchmal Sorgen machen. Also, wie nun priorisiert man Gottes Reich oder Gott? Wie setzt man ihn an die erste Stelle? Wie kriegen wir das hin, dass wir all die Dinge, die uns so Zeit rauben, weil wir es erstmal machen, ich hole mein Handy aus der Tasche und spiele erstmal ein Spiel. Warum? Ja, muss sein, genau. Ich fahre irgendwo mit dem Bus hin, wie soll ich sonst meine Zeit vertreiben? Ist nicht schlimm, Leute, alles gut, mache ich auch. Aber wie bewusst gehen wir mit der Zeit um, die wir mal eben so raushauen? Lass uns das mal üben, einfach nur an so einem kleinen Beispiel. Unsere Zeit ist begrenzt. Ich habe so diese ganz komische Ahnung am Ende meines Lebens, wenn man dann nochmal die Gelegenheit hat, das nochmal alles zur Revue passieren zu lassen, wird man sagen am Ende, Mensch, schade, noch ein einziges Handyspiel gerne mehr. Ich habe eher die Ahnung, dass man sagen würde, nee, Mensch, wo habe ich meine Zeit drin investiert? Nicht schlimm, ist nicht sündhaft, darum geht es nicht, aber dumm irgendwie. Jedenfalls im Verhältnis zu dem, was ich so habe auf meinem Zeitkonto. Und vor allen Dingen dann, wenn ich feststelle, dass diese Dinge am Ende nicht nur Mangel an Zeit sind, sondern in was resultieren? In Stress. Weil es mir irgendwo fehlt, wo es eigentlich wichtig ist. Also, wie priorisiert man nun Gott? Auch das eine ganz alte Sache. Aber ich möchte mal dafür werben, nochmal an dieser Stelle. Und ich möchte einfach nochmal euch zum Nachdenken anregen, wie gut es wäre, wenn man sagen, ich mache Gott zur ersten Sache in meinem Leben, einfach dadurch, dass ich ihm als allererstes Guten Morgen sage. Dass da, wo mein Tag beginnt, gebe ich dem, der als erstes kommen soll in meinem Leben, die ersten paar Minuten.
Und wenn es ein paar Minuten sind, das ist kostbar. Denn man kann vielleicht so sagen, habe ich es mir so aufgeschrieben, genau. Wenn ich als allererstes am Tag zu Gott Ja sage, dann wird es leichter, zu all den Ablenkungen, die noch kommen werden, Nein zu sagen. Und ich weiß, dass viele von euch das bestätigen würden. Je mehr man den Tag beginnt mit dem Fokus auf Gott, auf den, der mir eigentlich wichtig ist. Und es gibt wichtige Baustellen. Es gibt meine Familie, meine Ehe, es gibt Schule, es gibt Arbeit, alles wichtig. Trotzdem ist Gott noch wichtiger. Aber wenn ich Gott zuerst setze, wenn ich meinen Tag ausrichte am Anfang und sage, Gott, hier bin ich, ich möchte, dass du heute für mich das Wichtigste bist. Und ich möchte, dass du mich schärfst in meinem Sinn, in meinem Umgang mit meiner Zeit, in dem, was ich heute mache, in dem, was mir wichtig ist, in dem, was mir unwichtig sein soll, dass es uns leichter fallen wird, alle großen, wichtigen Stellen und Dinge in unserem Leben, denen Vorrang zu geben, vor all den kleinen, unwichtigen Dingen. Sodass am Ende wir nicht feststellen, ja schade, mein Tag war doch begrenzt, Überraschung, habe ich vorher noch gar nicht gewusst. Und ich musste nicht noch den Rest irgendwie vollquetschen mit Sachen, die dann überquillen und gar nicht mehr reinpassen. Sondern ich würde überlegen, kann ich vielleicht Nein sagen zu Dingen, die angesichts der Tatsache, dass meine Zeit begrenzt ist, nur einen gewissen Zeitrahmen von mir verlangen sollten. Kann ich Nein sagen zu den Dingen? Kann ich es einordnen, wie viel Zeit ich eigentlich habe? Also es wird dann leichter fallen. Nenne stille Zeit. Nenne es einfach nur den Tag mit Gott beginnen. Nenne es einfach sich am Anfang des Tages klar machen, Gott, ich bin hier, du bist da und gemeinsam wollen wir durch diesen Tag gehen. Lass mich nicht einfach so dahin stolpern. Ich will dir nachfolgen. Wenn wir das so tun, dann wird es leichter fallen, tatsächlich die kleinen unwichtigen Dinge auch mal warten zu lassen. Mal zu sagen, nee, jetzt nicht. Weil wir es uns bewusster machen, wer wir eigentlich sind. Ich glaube, es wird uns auch leichter fallen, die großen wichtigen Dinge, wie ich eben gesagt habe, Ehe, Beruf, Schule, lernen müssen für Dinge, dort einzusetzen, wo sie eigentlich ihren Platz haben sollten. Und dass wir jonglieren müssen. Ist uns mal klar, dass es eigentlich nur zwei Rollen gibt, gerade so auch die Erwachsenen vielleicht von uns. Es gibt nur zwei Rollen im Leben, von all den Dingen, von all den Sachen, die wir so machen. Zwei Rollen, wo du wirklich unersetzbar bist. Auf deiner Arbeit bist du absolut ersetzbar. Wenn du irgendwann da weg bist, wirst du feststellen, jemand wird kommen und in kürzester Zeit wird keiner mehr deinen Namen kennen. Bist du ersetzbar. Gilt für alles im Leben, außer deine Ehe und deine Kinder. Niemand sonst wird Vater oder Mutter sein für deine Kinder. Und das ist eine Rolle, die entsprechend gewürdigt werden sollte mit der Zeit, die wir haben. Wenn wir am Ende irgendwann feststellen, Mensch, schade, ich habe meine Zeit investiert, meine ganze Energie investiert in Dinge, wo ich eigentlich ersetzbar bin, wo keiner es mehr zu würdigen weiß, was habe ich getan für dich, ich habe mich aufgerieben. Das ist egal. Wir sollten schauen, wo wir eigentlich nicht ersetzbar sind, wo wir wirklich einzigartig sind. Das ist deiner Ehefrau, deinem Ehemann gegenüber und deinen Kindern gegenüber. Wenn wir den Tag mit Gott beginnen, wird es auch leichter fallen, glaube ich, sich nicht zu sorgen, sondern wie Jesus gesagt hat, sich klar zu machen, ich habe einen Vater im Himmel, der sorgt sich. Und ich will Dinge abgeben, weil ich mit einem gewissen Schmunzeln sogar sagen kann, okay, 70, 80, vielleicht 90, vielleicht auch 100 Jahre, ist mir egal. Ich weiß, meine Zeit ist begrenzt. Und ich will realistisch umgehen mit der Tatsache, dass ich nicht unbegrenzte Zeit hier habe. Und ich will Gott vertrauen damit. Ich lass in seine Hand. Ich will zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Ich will mich zuerst an dem ausrichten, was wirklich zählt. Ich will zuerst, dass Gott in meinem Leben Form gewinnt, Gestalt annimmt. Und dann mal gucken, was am Ende so überbleibt. Dann mal schauen. Hey, wenn ich 5 Minuten habe,
kaufe mir ein Eis, spiele ein Handyspiel. Okay. Aber es muss seinen Ort haben, seinen angemessenen Ort. Denn sonst, und das spüren wir das dann natürlich. Ja, nur als ein Beispiel. Nicht nur die Kinder kommen manchmal kurz, nicht mal die Ehe kommt manchmal zu kurz. Auch so, ja, ich würde ja gerne was machen in der Gemeinde. Ach ja, Hauskreis eigentlich gerne, aber jetzt gerade geht's nicht. Es ist schwer. Leute, ohne Schuldgefühle. Aber lass uns mal schauen, ob das was damit zu tun hat manchmal. Dass wir mit Zeit anders umgehen, als wir es eigentlich sollten. In Anbetracht der Lage, dass wir begrenzen in unserer Zeit. Wir werden immer nur 24 Stunden haben, unser ganzes Leben lang. Wir werden schlafen müssen, wir werden essen müssen. Was machen wir mit unserer Zeit? Das wäre jetzt nur ein kleiner Anfang. Vielleicht so ein kleiner Themenauffriss. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Aber ich möchte uns einmal dafür einfach mal so schärfen, was es heißt, dass wir begrenzt sind. Vielleicht ist das auch genau der Einstieg, den wir brauchen, um zu sagen, mir fehlt so ein bisschen das Gottvertrauen. Vielleicht ist das heute, wo wir Abendmahl feiern, mal so eine Gelegenheit zurückzukommen, dahin zu sagen, ich kann ja eigentlich Gott vertrauen, das tue ich ja eben auch für meine Schuld und für meine Sünde. Habe ich ja getan. Werde ich es auch tun in jedem Bereich meines Lebens? Werde ich es auch da machen, wo ich sage, eigentlich muss ich loslassen hier, eigentlich muss ich hier nicht die Hände mehr draufhalten und so tun, als ob ich derjenige bin, der alles könnte? Das ist auch natürlich Teil des modernen Lebens, dass wir das Gefühl haben, wir können überall sein, wir können fast alles sofort wissen und so. Das ist eine Illusion. Wir sollten Jesus gehorchen, wenn er sagt, sorgt euch nicht, sondern kennt lieber den, der sowieso alles in seiner Hand hat. Lasst uns einen Moment der Stille haben und uns vorbereiten aufs Abendmahl, wo wir dann Jesus feiern wollen als unseren Herrn, der tatsächlich fähig ist, der in der Lage ist, uns zu begleiten, uns zu führen, uns alles zu geben.